Tja, und jetzt geht es um einen Kinofilm aus Hessen, Andreas. Ja, es ist eine skurrile Situation, die da gezeigt wird. 5 Menschen kommen auf einem Hochhaus zusammen und alle wollen, jeder aus einem anderen Grund, in den Tod springen. Suicide Club, Selbstmordclub heißt der Film, der heute in die Kinos kommt. Gestern Abend war Kinopremiere in Kassel. Auf Festivals ist der Film bereits gezeigt und mehrfach ausgezeichnet worden. Und gemacht hat ihn ein Kasseler Filmstudent. Da wollen sie nun gemeinsam vom Hochhaus springen, auf 3. Und ausgerechnet da muss einer von ihnen kotzen. Wir hätten es fast geschafft, aber du musst es alles versauen. Einen Moment, es geht gleich wieder. Einen Moment, den hast du uns gerade versaut. Wir können es ja gleich noch mal probieren. Wir wollen es doch nicht probieren, wir wollen es tun. Was schreist du denn so? Als Olaf Saumer vor 10 Jahren von japanischen Studenten hörte, die sich im Internet zum gemeinsamen Selbstmord verabredet hatten, war die Idee zum Film geboren. Suicide Club sollte ursprünglich ein Drama werden. Es wurde eine Tragikomödie, erzählt uns Saumer heute Morgen auf einem Kasseler Hochhausdach am Originaldrehort. So ein ernstes Thema anzugehen mit Humor ist ein bisschen untypisch für einen deutschen Film. Und für mich war es natürlich auch eine Herausforderung. Die erste Vorführung war wirklich, da war ich total nervös, weil es hätte auch richtig in die Hose gehen können. Aber die Geschichte ist skurril genug, um eine Gratwanderung zu wagen. Der gemeinsame Selbstmord im Morgengrauen klappt einfach nicht. Vielleicht geht's ja am Abend. Bis dahin müssen sie den Tag miteinander verbringen, ungewollt. Und lernen sich kennen und hängen am Leben. Gerade mal 40.000 Euro hat der unterhaltsame Selbstmordfilm gekostet. Mühsam über Jahre von Olaf Saumer zusammengekratzt. Übrigens auch mit dem Job als Tontechniker bei uns, beim HR-Studio in Kassel. Wir haben alle davon geträumt, dass er vielleicht mal in 1-2 Kinos läuft am Schluss. Aber dass er jetzt auch wirklich einen Verleih gefunden hat und auch Preise gewonnen hat, damit hat natürlich keiner gerechnet. Gestern Abend. Wir sind bei der Vorpremiere in einem Kasseler Kino. Die Zuschauer sitzen gebannt vor der Selbstmordgeschichte. Mit Schauspielern voller Herzblut, allerdings so ganz ohne Gage. Es war keine Sekunde langweilig. Es hat mir sehr gut gefallen und ich würde es weiterempfehlen. Dass jemand tatsächlich über so einen langen Zeitraum von 10 Jahren sich ein junger Mensch da so rein verbeißt in so ein aktuelles Thema, finde ich schon sehr faszinierend. Die Geschichte hat sie überzeugt. Der Versuch, ein todernstes Thema aus dem Tabu zu holen. Mit schon fast liebevoller Ruhe lässt Saumer seine Charaktere aufeinander los. Hier, deine Kopflinie, die ist sehr ausgeprägt. Und das hier, das ist deine Lebenslinie. Die ist sehr geradlinig. Steht da auch irgendwo, dass ich heute sterbe? Zum Schluss fragt man sich, springen die jetzt gemeinsam, weil sie sich lieb haben? Oder springen sie nicht, weil sie sich lieb haben? Suicide Club ist ab heute in immer mehr Kinos bundesweit zu sehen. Richtig gutes Kino, tiefgründig und mit selbstmörderischem Spaß. Dann springen wir auf 3. Ja, klingt interessant.